Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Oh yeah. Und heute kümmern wir uns darum, dass wir ein bisschen was basteln. Und zwar brauchen wir eine Giftdrüse von einem Skorpion, eine Lackierpistole, ein Spielzeugauto, warum auch immer ein Spielzeugauto und ein OP-Schlauch. Das kriegen wir easy zusammen. Ich glaube tatsächlich, dass wir schon ein bisschen was sogar haben. Wir schauen mal kurz rein. Waffen, Kleidung, Hilfe, sonstiges. So, was haben wir denn hier alles? Haben wir hier irgendwas von dem, was wir brauchen? Wir haben ziemlich viel Müll. Das kann ich euch sagen. Stützbandage. Knapp ein OP-Schlauch. Aber nur knapp. Oh, wir haben zwei Todeskrallen. Das wird uns helfen bei der Todeskrallenhandschuh. Aber, ja, wir haben nichts. Wir haben einfach nichts. Ist hier nicht irgendwo ein Spielzeugauto oder so? Sonnenbrille, Aschenbecher, hier muss doch irgendwas existieren, was ich gebrauchen kann. Ich fange bei mir zu Hause mit der Suche an, ey. Das ist auch unglaublich, ne? Und plötzlich, guck mal, hier laufen wir wieder schnell. Also ich glaube, das DLC war ein bisschen verbuggt, dass man da so langsam gelaufen ist. Es wäre ja noch schneller gegangen, wenn man das so sieht. Oh, Jet. Mein eigenes Jet-Clown ist auch nicht schlecht. Na gut, hier werden wir, glaube ich, nicht fündig. OP-Schlauch wird ja gar kein Problem sein. Okay. In meinem eigenen Haus habe ich das niemals vermutet. Lügen wie im Kongress, bitte. Na gut. Ich kümmere mich als allererstes um, ich würde sagen, den OP-Schlauch. Lackierpistole könnte ich auch schon vermuten, wo das sein könnte. Also wir haben ja alle Orte aufgedeckt. Wir müssen nur eins und eins zusammenzählen und werden alles finden. Also so ist das kein Problem. So, als allererstes. Eigentlich können wir hier zum Dock hier rübergehen, ne? Wo ist das Problem? Ich meine, da klaue ich halt was. Wäre nicht das erste Mal, dass ich klaue. Ich hoffe, können wir so lange wegstecken. Ich wusste doch, dass wir langsamer gelaufen sind als sonst. Ich wusste nicht wieso. Vielleicht wegen dem Weltraum oder so, keine Ahnung. Vielleicht war die Schwerelosigkeit da nicht so schwerelos, wie man es eigentlich glauben würde. Aber naja. Er fordert Schlüssel, ja? Hast du hier einen OP-Schlauch, mein Freund? Du bist ein Doc. Du musst ja wohl hier einen OP-Schlauch haben, oder? Ich fasse das nicht. Der hat hier keinen OP-Schlauch. Der ist ein Doktor. Bullshit. Okay, aber wir haben ja noch in, wie heißt die Stadt nochmal? Rivet City haben wir auch nochmal so eine Art, Labor. Ich weiß zwar nicht, wieso da ein OP-Schlauch sein sollte, aber naja. Ansonsten gehen wir erstmal die Lackierpistole suchen. Weißt du, das sind vier Dinge, die wir tagtäglich überall sehen und ich finde da nichts. Ja gut, wir sind auch erst gerade 3 Minuten dabei, macht nichts. So, kriegen wir wenigstens die Folge voll, ne? Gut, schauen wir mal in Rivet City. Ich hoffe, da werden wir fündig. Spielzeugauto dürfte gar kein Problem sein. Das liegt ja in jeder Ecke, ne? Ich glaube eher, die Giftdrüse wird das Problem sein, weil wir ja erstmal ein Skorpion finden müssen, wobei die uns immer finden. Das muss man dazu sagen. Wir müssen einfach nur irgendwo im Ödland rumlaufen und dann haben wir alles schon. So. Wir müssen auf jeden Fall achten, dass wir hier nichts übersehen zwischendurch. Oh nein, das war so doof. Wobei, wir könnten. Das ist eine gute Idee. Wir gehen zum Marktplatz. Eigentlich können wir das Ding auch kaufen, oder nicht? Huch, hallo. Moment, hier gibt's auch einen Arzt. Das weiß ich doch. Hallo. Was, das nicht du? Nein, du warst nicht der Arzt. Wo war ja nochmal der Arzt? Ich und mein Orientierungssinn. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen Glück habe. Hier geht's doch zum Labor, oder? Ja. Ich weiß nicht, wieso da ein OP-Schlauch sein sollte, aber vielleicht eine Lackierpistole. Vielleicht haben wir Glück. Man weiß ja nie. So, schauen wir mal nach. So, hier schon mal ein Tisch mit vielen Utensilien. Gemüse? Was zum... Hauptsache den Bleistift darf ich klauen. Warum liegt hier Gemüse?
So wird das nichts, Freunde, so wird das nichts. Ich habe mir das mit dem OP-Schlauch ein bisschen leichter vorgestellt. Okay, hier geht's Richtung Klinik. Hast du einen OP-Schlauch, mein Freund? Nee, nur eine Knochensäge. Hallo, Dude. Okay, ich habe tatsächlich noch eine bessere Idee. Huch. Ach, leck mich doch. Nein! Ich will nicht zum Markt. Wobei, wir wollen doch zum Markt. Wieso kann ich jetzt plötzlich warten? Eben konnte ich nicht und dann... Keine Ahnung. Vielleicht hat mich jemand angeguckt und dachte sich, warum steht er da so verdächtig rum? Wir sollten ihm mal aufs Maul geben. Okay, ist zwar nicht mehr abgesperrt, aber ist trotzdem noch rot. Warten wir halt nochmal ein paar Stündchen. Um 10 Uhr morgens würde es ja wohl offen haben, oder? So, ja, gut. Gehen wir mal rein und gucken, ob wir was von den vier finden. Ansonsten werden wir zu einem Ort gehen, wo eine Werkbank ist und da nochmal gucken. Und dann werden wir uns die anderen Dinge auch nochmal aufschreiben, die wir brauchen. Was machst du denn hier? Ich bin schon so ein asoziales Arschloch. Oh, guck mal. Hier ist eine Werkbank, okay. Todeskrallenhandschuh. Ich schreibe mir das jetzt mal alles auf. Wir haben, was war das? Pfeilpistole war das hier, ne? Pfeilpistole. Dann Todeskrallenhandschuh. Dafür brauchen wir Wunderkleber. Wunderkleber. Wir brauchen, haben wir. Todeskrallenhandschuhe haben wir. Klaue haben wir. Ledergürtel. Ledergürtel. Wir brauchen eine Stützbandage. Oh, die haben wir zu Hause. Stimmt, ne? Wir haben die zu Hause. Okay, dafür brauchen wir noch zwei Sachen. Ja, wer hätte gedacht? Nuga-Granate. Das ist keine Waffe, ne? Gleisgewehr. Dafür brauchen wir, warte, Gleisgewehr. Dafür brauchen wir eine Dampfanzeige. Dampfanzeige, eine Krücke. Eine Krücke. Eine Kernspaltungsbatterie, die wir wahrscheinlich haben. Ein Druckknopf. Ein Druck. Kochtopf. Kochtopf. Okay. So, dann fehlt ja nur noch Rösti und Rocketwerfer, ne? Für Rösti. Rösti. Brauchen wir einen Staubsauger? Okay. Ein Laubbläser. Das passt irgendwie beides nicht zusammen, weil der Staubsauger saugt und der Laubbläser bläst. Naja. Eine was zum Teufel? Lösch? Schlauch? Spritz? Alter. Okay, ich schreibe einfach Lochschlauch. Loch, Lösch, Schlauch, Spritz. Habe ich jetzt geschrieben. So. Und wir brauchen einen elektrischen Leiter, den wir wahrscheinlich haben. So. Das sind vier Waffen bisher. Und jetzt noch der Rösti, ne? Rösti. Für den Rösti brauchen wir ein Bin. Zündtank. Flammenbeutel. Ein Rasenmähermesser. Rasenmähermesser. Oh, ich hatte auch am Anfang so viel gelootet, was damit passiert. Und eine Handbremse. Ich denke mal, wir werden auf dem Schrottplatz viel davon finden. So, jetzt habe ich mal alles aufgeschrieben. Und wir schauen uns mal bei einem Händler vorbei. Du bist kein Händler. Eigentlich sollte ich sie dafür vom Schiff werfen, aber der Boss sagt, Rivet City muss vergeben und vergessen. Aber ich werde sie im Auge behalten. Für was? Gar nichts gemacht. Sehen Sie sich um. Das will ich hoffen. Ich habe von allem etwas. Okay, schauen wir mal. Ein elektrischer Leiter. Den streiche ich mal durch.
Elektrischer Leiter, da haben wir dich. So kommen wir noch zu seinen Sachen. Was hat hier noch? Elektronenladeteil, die nehme ich doch gerne mit. Was ist ein Gaffel? Weiß einer von euch, was ein Gaffel ist? Keine Ahnung. Oh, eine Krücke. Oh, hier finden wir richtig gute Sachen. Krücke ist durchgestrichen. Laubbläser ist auch durchgestrichen. Löschschlauchspritzdüse ist auch durchgestrichen. Krass, wir haben die Rösti fast zusammen. Das läuft. Springmesser, Stipacks, nehme ich gerne alle. Stützbandage haben wir ja eigentlich, ne? Brauchen wir einen Wunderkleber? Wunderkleber brauchen wir auch, gut. Wunderkleber ist durchgestrichen. Todeskallenhandschuh können wir fast machen, wenn er noch einen Ledergürtel hätte. Hat er leider nicht. Schade, schade, schade. Gut. Kann ich dir irgendwas anbieten? Das brauche ich eigentlich alles nicht, ne? Komm, verkaufen wir mal den Kram. 25, ne? Wir haben 600. Das heißt, bei 10 bekommen wir 250, bei 20 bekommen wir 500. 25 circa, ne? Ja. Ein noch und dann haben wir es. So, perfekt. Obwohl, der hat noch ein paar Kronkorken. Yeah. So gefällt mir das. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja, verzieh dich bitte, ja? Hast du hier noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Ich guck nur rein. Altmetall. Ich brauch kein Altmetall. Ich will nicht mit dir sprechen. Verzieh dich. Die Truhe ist leer. Super. Erstmal hier Radau angerichtet. Ach, das ist eine Sitzbank. Das ist keine Truhe. Toll. Na gut, dann sind wir hier durch. Der hat, glaube ich, nur... Es ist schön, Sie wieder zu sehen. Ist doch nur so ein Ärztin, oder? Gib mir deine Stimpacts her. Ich brauche ganz viele Stimpacts. So, du bekommst dafür... Was habe ich denn enorm viel? Red Away haben wir enorm viel, ne? Ja, den brauchen wir auch gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Wie viel kriegt er dafür? 20. Okay, das heißt, 200, 300 geben wir ihn am besten, so in etwa. Oh, da geht noch was. 100er geht da noch. 100er geht da noch. So. Danke. Ja, du mich auch, tschüss. Und der hätte sowieso nur Klamotten verkauft. Okay, wir sind auf jeden Fall schon ein Stück reicher geworden. Händler kriegen wir sonst nur unterwegs zusammengesammelt, ne? Na egal, was brauchen wir noch? Wir gehen trotzdem nochmal auf die Pfeilpistole. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Sachen davon. Das Einzige, was wir nicht wirklich irgendwo finden können, ist tatsächlich die Giftdrüse. Wir reisen mal... Könnten zum Red Racer... obwohl... Zur Not können wir dahin. Was haben wir denn hier? Kraftwerk. Da können wir hin. Ich glaube, da gibt es noch irgendwas zu holen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir da weiterkommen. Wir haben auf jeden Fall fast den Rösti voll. Da brauchen wir noch eine Sache. Und zwar den Staubsauger. Und wir brauchen noch einen Ledergürtel für die Todeskrallen-Handschuh. Beim Rösti fehlt uns noch richtig viel. Ich habe das so geschrieben, dass ich das nicht mehr lesen kann, ey. Ich bin noch... So ein Genius. Naja, gut, lassen wir die mal schießen da hinten. Was war das? Ah, nur eine Dose. Gut, gehen wir einfach mal rein. Ein Wachbot lungert da hinten rum. Naja. Hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie fündig werden. Na, danke. Also, wir haben hier Kuchen. Schachtel Zigaretten, die können wir gut verkaufen. Werkzeug. Na super. Aber Lackierpistole haben wir schon mal. Die Lackierpistole können wir streichen. Vielleicht hätte ich auch zum Händler gehen können, nachdem ich,
erstmal diese Gegenden hier abgesucht hätte. Naja, egal. Eine Sache haben wir schon mal. Was ist das hier? Achso, kennen wir ja schon, ne? Brauchen wir Terpentin? Ich glaube nicht, ne? Nee, einen Benzintank brauchen wir. Haben wir hier noch irgendwas Nützliches? Irgendwas in den Metallkisten? Wunderkleber finden wir echt überall, ne? Ich nehme es jetzt einfach mal provisorisch mit. Wer weiß, für welchen Zweck. Und, das war's dann hier auch schon. Schade. Immerhin haben wir einen Teil mehr gefunden. Das soll schon was heißen, ne? Gut, können wir reisen? Wir können reisen, gut. Nächste wird, die Garage hier. Garagen bieten doch auch enorm viel Potenzial für das, was wir suchen, glaube ich, ne? Nehme ich jetzt mal stark an. Ich meine, was könnten wir in der Garage, könnten wir einen Benzintank finden, eine Handbremse, eigentlich alles. Sogar einen Staubsauger. Wo ist das Problem? Aber ich glaube, der Staubsauger wird schon eine harte Nummer sein. Oder der Benzintank. Ich muss jetzt hier drauf achten, ob hier irgendwo ein Skorpion rumläuft. Nee, nur eine Maulwurfsratte und eine Kackbratze. Aber irgendwas schießt da hinten immer noch rum. Ne, gehen wir erstmal hier rein. Hoffen wir mal, dass wir hier fündig werden, sonst wäre das einfach nur Zeitverschwendung. Wir werden diese Staffel auf jeden Fall so weit gehen, dass wir alles gebaut haben und dann beende ich sie. Selbst wenn wir unter 100 Folgen sind. Achso, die ist tot. Die sah so lebendig aus. Nur eine Kernspaltungsbatterie, ne? Bräuchten zwar auch, aber haben wir ja schon genügend von. Ja, bestimmt. Oh, ein Koffer. Bäh. Lunchbox, Truhe ist leer. Immerhin haben wir ein Bett zum Schlafen. Wofür auch immer wir ein Bett zum Schlafen brauchen. Mülltonne vielleicht? Oh. Naja. Falls wir einen Händler sehen, können wir wenigstens ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Warte, was war da drin? Zerbeulte Blechdosen. Ja, klasse. Wir haben hier noch einen Raum. Hier könnte doch noch irgendwas sein. Hier ist zum Beispiel ein Motorrad, aber... Ah, ein Benzintank. Wir haben den Benzintank. Benzintank haben wir. Sehr schön. Das läuft, Freunde, das läuft. Kann es noch besser laufen? Ich glaube nicht. Hoppla. Noch ein Benzintank. Ich bräuchte eine Handbremse. So, den Benzintank lassen wir jetzt hier liegen. Den nehme ich jetzt nicht extra mit. Gut, Lackierpistole. Nehmen wir noch eine zweite mit. Wieso auch nicht? Und eine dritte. Komm. Heute sind wir ganz spendabel. Heute nehmen wir alles mit, was mitkommen möchte. Okay, das Ding ist einfach mal leer. Gut, gehen wir hier raus. Wir haben alles, was wir brauchten. Und sind unserem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. So, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir den Rest hoffentlich irgendwann zusammenfinden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.